Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Gemeinderade. Mit dabei haben wir heute den Uwe, Ron, Simon, Paul, Moschira, Jörgi, Boxer. Hallo. Moin. Hallo. So, ich muss hier mal ein bisschen was umstellen. Wer hat den Ei schon gesehen? Ist aber was grölt denn hier so? Ah, Boxer. Ich weiß nicht, ich habe nur so ein pinkes Schlitter gefunden, immer wieder. Nee. Ah, da steht er. Aber Uwe hat einen Baum gefunden, glaube ich. Nee, Futterstelle, die umfahre ich jetzt einfach nur. Schönes Ding. Soll ich euch ärgern? Was? Wieso? Ich habe hier so ein paar Baumstümpfe gefunden, wo ich zwischendurch mähen könnte. Ja, das ist ganz komisch, ne, auf dieser Karte. Da spawnen einfach random irgendwo Baumstümpfe. Oder so kurz abgesägte Bäumchen, die man einfach irgendwo hintragen kann. Liegt noch irgendwo Gras? Heu liegt hier. Heu. Ja, nein, ich spreche von ist Gras. Nee. Gras liegt hier auf Feld 34. War nicht nur Spiel, aber. Da ist eine Futterschnecke unterwegs. Mit Lichtgeschwindigkeit. Also ich würde ja. Ich würde ja einen Blinklicht anmachen, aber ich habe keinen. Meinen zum Beispiel von unseren Feldern jetzt. Ja, 34. Was ist das mit 34? Da liegt noch Gras. Ah. Ja, Paul ist halt auch nicht ganz. Weiß auch nicht. Nee, nicht ganz auf der Höhe heute. Heute Mittag schon aufgefallen. Ist gut. Ich bin am Freitag nach der Schule noch arbeiten gegangen, das war nicht so toll. Hä, warum tust du sowas? Weil ich ein toller Azubi bin. Wow. Ich weiß es nicht. Kann man dich mieten? Ich habe am Freitag 9 Stunden plus Schulzeit auf der Uhr gehabt. Oh. Quasi sechs Tage, fünf Tage gearbeitet. Warte. Alles gut. Richtiger Musterschüler. schreibst du die Überstunden auf, Paul? Klar. Okay, dann doch nicht. Ich frage, wie du das hier ausgezahlt bekommst. Och, ich brauche Material, alles gut. Ja. Ist egal. Ich bestelle am Montagmorgen eine 500 Euro NAS. Ich krieg das schon weg, keine Sorge. Okay. Der Uwe zieht von Tannen, guckt ihn an, wie er sich freut. Ein Lächeln im Gesicht. Endlich weg hier. Endlich wieder mit Jörgi allein auf dem Feld, in Ruhe. Ach, ihr zwei. Alter, ist da vorne, war da ein Sturm oder was ist da passiert, Jörgi? Meinst du hinten bei mir? Ja. Das meinte ich doch gerade. Ach so. Das ist ja Mikado. Da haben zwischendurch gemäht. Mikado für Erwachsene ist das da hinten. Aber Paul, brauchst du mittlerweile die NAS, damit du die ganzen LS-Spielstände auslagern kannst? Nee, aber die kommen auch drauf. Hauptsächlich, um die Kameras aufzunehmen. Überwachungskameras? Mhm. Das ist traurig, es ist einfach nur noch traurig, wenn du im hinterletzten Kart eine Überwachungskamera brauchst, hey. Das ist einfach, es ist leider so, so muss es sein. Das ist so erbärmlich. Wir haben jetzt ja schon wieder den nächsten Fall gehabt. Was denn? Wir haben uns gewundert, warum der Traktor nach frisch lackiert stinkt, wenn man länger fährt. Okay. Dann haben wir damals Öl laufen lassen. Das Öl stinkt nach Verdünnung. Oh nee, oder? Ganz komisch. Das ist schwierig. Jetzt haben wir extra einen abschließbaren Tankdeckel, dass da niemand mehr was reinleert, weil das ja auch schon vorkam. Scheiße. Jetzt leeren sie es ins Öl rein. Hey, ich krieg die Krise echt. Ja, die Jugend von heute. Zum Kotzen. Zum Glück haben sie mein Auto in Ruhe gelassen diesmal. Das ist mir fast wichtiger. Boxer, fährst du immer noch deinen Sportwagen? Sportwagen? Ferrari. Was? Ja? Was? Bist du umgestiegen vom Polo auf Ferrari? Ja. Ich dachte so ein kleiner Abstieg, alles klar, Aufstieg. Ja, kostet in der Versicherung ja auch fast das gleiche, oder? Ja, du wärst das. FSL und so. FSL, ja. Preisgeldboxer hat Boxer eingesagt. Für die erste Rate hat's gereicht. Ja. Muss schnell weitergehen. Wird jetzt auch Zeit, dass die nächste Season anfängt. Oh, wow. Ja, ja. Vielleicht kannst du die zweite Rate mit dem Trato-Gutschein bezahlen. Ach, hör auf, ey. Sag mal, du warst doch am Ballen sammeln, oder? Ja, ich bin auch dabei. Wie viel? Ich stehe doch noch zwei Ballen-Sammelwagen am Shop, ne?
Jo, ich bin da erpressen. So, ja. Hier liegen nur ein paar Ballen rum, deswegen habe ich gerade gewundert. Ja, mehr wie Gas geben kann ich nicht. Weil so. Manchmal bleibt man auch so an so einem Baum kleben. Oh nein. Hey Jürgi, das Feld sieht hier aber auch aus, ne? Ja, ganz schlimm. Was macht eigentlich unser Rolling Ron? Der rollt dahin. Irgendwie im Flügel. Wow. Alter, was machst du mitten im Ort? Ach, du hast den Schlitter auf dem Boden berührt. Was? Hat natürlich eine gute Farbe. Tö, bin doch drüber. Ach, du bist doch dran. Der war doch vor selber so schön. Soll ich dir eine Farbe geben? Ne, mach ich selber diesmal. Machst du selber? Hey! Ich lerne zu lesen und. Oh, Scheiße, ne? Lesen, stimmt. Das ist blöd, es stehen zwar die Farben dran, aber weiß trotzdem nicht, was das bedeutet, ne? Oder heißt. Wie es aussieht, ne? Also vorher war er, glaube ich, rot-schwarz, oder? Ja. Lackieren einfach komplett schwarz, da macht man nie was falsch. Das ist eigentlich richtig, ne? Das ist doch langweilig, immer alles in schwarz. Uiuiui, ich mach wieder Ballenweitwurf. Oh Gott, was hast du jetzt gemacht? Noch nix, wart noch. Ah, okay. Hätte er jetzt Pink-Schwarz-Kombi, oder? Lasst euch mal überraschen. Tigerenten-Mutti. Oh, das wäre aber geil. Das wäre wirklich geil. Ein Schlüter kann ich mir gut in Tigerenten vorstellen. Passt doch so ein bisschen zum verspielerischen Ron, weißt du? Echt? Ich bin doch total seriös, hallo. Naja. Ah, los? Boah. Bekommt der Schlüter dann auch wie die Tigerente so eine Schnur vorne dran? Hier liegt der Schlaf hoch. Ach Gott, diese Ballen. Wo ist unser Ballensammler eigentlich hin? Und jetzt fängt Werner an, schon zu summen. Kann man eigentlich mal hier diesen Ballensammelwagen schneller machen? Nein. Das ist ja eine Katastrophe. Guck dir die Scheiße. Fahr einfach zu. Wohin denn? Einfach vorwärts. Also, nee. Entweder geht er mit oder irgendwann weg, ist doch egal. Aber ich fahr jetzt nicht. Ah doch, ich fahr so schnell. Alles gut. So schwer sind die Ballen dann auch wieder nicht. Früher hat das besser geklappt, weißt du? Was? Ah, da hinten fährt er da. Der Steier. Glaube ich, Boxe fährt er, ne? Volle Lotte. Weißt du, trotzdem reicht's nicht. Ja. Guck mal, ich bin mal so freundlich. Oh mein Gott! Jetzt hab ich wieder. Und da steht er wieder da vorne. Gar nicht schadenfroh. Nein. Aber du kannst es eigentlich gar nicht machen, das ist dein Traktor, oder? Ja, ich habe mich damit schon abgefunden, dass jeder einfach drauf, ist Werner sein, drauf. Solange Werner sein John Deere noch hat, hoffe. Ellerbach oder was spielt ihr? Ellerbach. Ist da noch was drauf, Marschierer? Ja, eine Bahn. Oh, die hole ich noch, komm. Auch eine Bahn muss genommen werden. Richtig, wir müssen mitnehmen, was geht. Bringt Geld. So, jetzt muss ich ein bisschen gedulden, Paul. Was? Jetzt musst du dich ein wenig gedulden. Ich hab's schon verstanden, ich frage nur nicht warum. Ja, weil ich jetzt hier nochmal drüber sparen muss. Geht ja gar nicht. Du weißt, dass Schwader voll flexibel ist und du ihn einfach nach rechts stellen kannst. Ja, nee, du. Wäre zu einfach, ne? Ja, klar.
Oh Gott, schnell weg hier, der Verrückte kommt angefahren. Hallo, das geht sich genauer aus, guck hin. Zack, das sind wir wieder. Ja. Na? Weißt du jetzt, warum ich zurückgefahren bin? Hä, ist doch gepasst. Mister geht sich genau aus. Ja, ich bin ja auch schon wieder 10 Meter zurückgefahren. Ach, ja. Mister geht sich genau aus. Ach, und ich dachte immer, ich bin böse. Nee. Ich weiß nicht, ob auch der Stadt war zu freundlich, jetzt muss man es halt hier ein bisschen rauslassen. Ich nehme die Ballen jetzt einfach mit, wenn alles in Luft geht, dann kann ich auch nichts dafür. Mach doch. Oh, das wird jetzt aber, das wird jetzt kriminell, warte, guck dir den jetzt an. Zack. Aha. Hat der Paul wieder zu viel Zucker hin, Tuss? Nein, zu wenig. Ich habe keine Kekse da. Oh wow. Sonntag ohne Kekse? Das alles... Mein Kühlschrank ist ziemlich leer. Ich muss gucken, was ich überhaupt finde. Ich glaube, die schicken. Ich habe noch welche. Toll. Ich glaube, ich habe noch irgendwo diese Knoppersriegel rumliegen, aber ich weiß nicht mehr wo. Und von welchem Jahr? Nein, die habe ich nur jetzt gekauft. Am Freitag nach meinen Überstunden habe ich ein bisschen was gebraucht. Ja, ist einfach immer betont. Überstunden. Ja, klar. Ist das, machst du eigentlich keine Überstunden? Doch, ich mache immer Überstunden. Das ist okay. Eigentlich Normalzustand. Das ist das Traurige dran. Wollte ich gerade sagen. Ja, wobei als Azubi ist es halt eigentlich so nicht der Normalzustand, ne? Nee. Bei uns ist es sogar, glaube ich, verboten. Bei uns eigentlich auch. Aber eigentlich halt haben Azubis auch keine Arbeitsleistung zu erbringen. In einigen Arbeitsbereichen ist es halt echt vermeidbar. Verboten ist es nicht direkt, aber man sollte es vermeiden, heißt es immer. Ja, das ist auch schön. Du, Werner, ich glaube, du bist auf dem falschen Feld. Nee, ich muss nur drehen hier. Ich komme nicht unter einem Zug hier drum. Ach so. Hast du, ganz hinten ist auch noch ein bisschen gelegen, ne? Hast du es mitgenommen? Ja. Okay. Vorhin schon. So, dann gucken wir mal, wie weit die Jungs hier vorne sind. Gehen wir denen mal auf die Nerven. Ach, kannst du noch 2 Minuten warten? Nö. Paul? Nee. Jo. Nee. Paul, Hallöchen. Also wirklich. Kackenreis. Ist der Feier, ne? Alter! Du musst mir nicht die Presse vom Arsch wegfahren. Wie schnell seid ihr eigentlich? Lass mich doch nicht so alleine hier, hallo? Machen Sie das Tor zu, weil Sie alleine sein wollen. Guck dir das mal an. Haben wir schon letztes Mal gemacht. Lässt es bitte offen? Ja, jetzt. Ich hab's gerade wieder aufgemacht. Okay. Ja, wer weiß. Ey, wer hat eigentlich diese Idee mit dem Ballenpressen? Das sind Missionen. Aber ja, bisher haben wir noch nichts verdient. Du kannst dir ja jetzt Hilfe holen. Das sind ja jetzt welche frei am Hof, glaube ich. Oioioioi! Zum Glück war das Schuppen. Alles klar. Kommt hier voll an. Könnt euch einfach mal ein bisschen Pause, Jungs. Wattern hier rum, ey. Alter Vater. Sind die auch, bei dir auch alles so chaotisch, Ron? Nee, bei mir ist alles geschmeidig hier. Also alles wirklich diesmal total entspannt. Das sind immer getauschte Rollen. Achso. Ey, macht mal keinen Plus durch Ballen eigentlich? Doch, sicher. Nee. Weißt du, wie viele Missionen wir haben? Ja, aber Moment. Hier zum Beispiel auf Feld 14, ne? Da bin ich ja gerade drauf. Ja. Ja. Wenn du da die Mission abgeschlossen hast, dann wird die nächste gefüllt mit den Ballen. Genau. Und erst bei der letzten kriegen wir es dann davon ausgezahlt. Müssen wir Ballen laden? Du ja. Kannst gerne einen Wagen nehmen und laden, ja. Dann nehme ich den Autolader, der steht nämlich noch beim Händler. Ja. Ron, komm doch rum. Ich würde mich freuen. Ja, ich komme, da siehst du mal die neue Farbe, schaut schick aus. Ich denke mal modern, keine Ahnung, was das für Farbe ist, aber ist mir auch egal. Hauptsache nicht pink, ne? Von hellpink zu dunkelpink. Ja, oder, fast. Oder rosa. Nee, ich keine Ahnung. Jetzt überfordert mich nicht mit den blöden Farben, hallo. Ist doch bloß eine blöde Farbe, ne? Ja, eben. Ich meine, ich hocke ja eh drin, ich sehe es ja fast nicht. Signalrot. Aber eine neue Hupe habe ich. Das ist wichtig. Ja. So eine Fahrradhupe? So eine ne Klingeling? Nee, oh, das wäre schön. Das wäre schön. So eine Tröte. So. Genau. Hast du jetzt nicht gewartet, bis ich zweimal umgefahren bin, Paul? Nein. Okay. Aber ich lege die Ballen immer schön auf die Seite. Auf welche Seite? Brav.
Da, wo du schon geschwartet hast. Ah, schön, okay. Gut, damit sind wir fertig, liebe Leute. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Lasst gerne einen Daumen hoch, damit es gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.